Gut. Bei den normalen kann man auch die Waffe benutzen. Ein noch neuer Mod, Alter. Jetzt gibt ja die Dinger am laufenden Meter. Blumen. Wo sind die Blumen? Ach, aber davon hatten, ich weiß es nicht. Ich ziehe den Regler runter. Wer es lesen will, kann es lesen. So. Der ist kaputt, okay. Auch mal Was was. machst du da? Nimmst du das auf? Gemeinsame Transcribes machen Spaß. Machen sie nicht. Das ist wie eine geistige Sammlung. Beide halten wichtige Momente fest. Okay. Irgendwie eine Stimmprobe. Liebes Zukunftswir. Heute Zukunftswir. Wollen wir uns nicht ernsthaft nennen? Heute ist es mir gelungen, meine wunderschöne, dickköpfige Partnerin zu dickköpfig zu überreden, im Bett zu bleiben und keine Extraschicht zu machen. Und das ist der Dank dafür. Von 50%. So, und ein Armband haben wir. So. Und erstmal eine Datei. Wir haben ein Date, Daten übertragen. Okay. Upsa. Nein, das klang ernst, deshalb wollte ich meinen Transcribe ausschalten. Also gut, du fragst mich, ob es in Ordnung ist, unser Spiel aufzunehmen. Auf den Transcribes. Ja, ich weiß, die Nutzung des Speichers ist nicht zu fassen, dass wir dieses Gespräch führen. Oh, tut mir leid. Ich werde meinen Job verlieren, nur weil ich mit dir darüber rede. Was? Was? Genau. Du wirst jetzt mit mir zusammen essen gehen. Was? Du sagst ganz oft was, wenn du ja sagen solltest. Ja? Siehst du, alles geregelt. Mach dir keine Sorgen wegen der Transcribes, das ist nicht gegen die Vorschriften. Lädst du mich zu diesem Spiel ein oder nicht? Okay, und wieder eine Stimme gesammelt. Ja, gut. Dr. Calvino, auch mal wieder, aha. Zuerst einmal sollten Sie weitere Fragen zu Passwörtern haben. Wenden Sie sich bitte an die IT-Abteilung und nicht an meine persönliche E-Mail-Adresse. Zweitens sollten Sie niemals Ihr Passwort in einer E-Mail erwähnen. Egal wie gut unsere Sicherheitssysteme System ist, man weiß eben nie. Drittens, die Passwortrichtlinien sind nun mal genau das Richtlinien. Sie sind ein Mensch und können benutzen es. Wir wollen aber, wir haben eben eine Reihe von Empfehlungen und Passwortsicherheit. Aber wenn er behauptet, es wäre für Zeit ein neues Passwort, ich wollte fragen, ob ich Kublai Khan benutzen kann. Vorbereitung für das Konzert. Ich habe heute Spitzig auf der Brücke und mein Skribbel, Skrabbelskubbel in meiner Kappel vergessen. Könntest du mir das Ding vielleicht auf dem Weg zur Datenzentrale vorbeibringen? Übrigens habe ich ein paar Ideen.
wie wir unsere Uniform für die Vorführung in die Tulpe ein bisschen stylischer machen könnten. Aber keine Angst, danke. Und wieder Schatzsuche. Aber das haben wir schon. Die Karten haben wir schon. Alles klar. So. Und eine Nachricht hier. Freitagabend erledigen. Verschollenes finden. Im Vorführraum suchen. Meine Sachen aus Elvis Quartier holen. Entschuldigungsbrief fertig schreiben. Arzt hochkriegen. Bezeichnung für Arbeit stellen. Notiz. Hab dich vermisst, ich lasse deine Charakterbogen hier, habe aber einen übrig, falls du es nicht von dem Spiel zurückzahlst. Und keine Sorge, sieht gut aus, wir sehen uns im Freizeitbereich. Abby. Abby, Libby, Mibby, Bibby. So. Da war nichts mehr. Und hier kann man nicht rein. Das ist aber doch die Abby. So. Calvinus Quartier. Ja, da kann man auch rein. So. Das ist toll. Das ist toll. Wo? Alter, was haben wir denn hier? Wolken mit Gewitter und Regen und Blitz und alles. Okay. Nummer, 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 Nummer. So. Calvinus Tresor. Ja, wo ist er denn? Nein. Dahinter ist er. Null, fünf, zwei, drei. Und wieder drei Neuromods. Halleluja. Ein geiles Versteck. Yeah. So. Wow. Dann haben wir jetzt wieder 12 neue Alter. Wir hatten jetzt wieder 0 und jetzt kommen wieder 12 in einem kurzen Zeitalter. Warte mal, was können wir denn jetzt machen hier? Technik. Wir könnten hier die Hebelkraft machen. Oder Reparatur habe ich jetzt noch nicht so. Wir könnten Reparatur. Aber im Moment habe ich immer nur die gehabt, die ich auch wirklich reparieren konnte. Zweier und so. Gesundheit auf 300 erhöhen.
Ja, kann man machen, aber erhöht deine Ausdauer. Was nehmen wir denn da? Ah, die Zähigkeit auf 300 oder nehmen wir doch die Hebelkraft? Ich würde sagen, die Hebelkraft nehmen wir, weil ja. Es gibt da so die eine oder andere Kiste, wo wir den Hebelkraft 3 brauchen und gut. Die Reparatur, im Moment brauche ich keine Reparatur 3. So. Okay, speichern wir das mal. Tausender Tote wäre nicht das Ende. Ihr Paket ist da an der Rezeption. Wenn ich nicht da bin, der Türcode ist 8675. Bleib aber unter uns. Postraum. Postraum? Oh, ein Poltergeist. Ein Hallo. Na? Was polterst du denn hier so rum? Okay. Ein Türcode für den Postraum. Warte mal. Postraum. Türcode für den Postraum. Alter, wo war denn jetzt der Postraum? Hä? Den habe ich doch auf der Karte gesehen. Kantine, Küche. Das ist da, das ist da, das ist der Bereich A und B Umkleide. Ich habe doch noch neulich den Postraum. Oh, Moment. Das kann ich so nicht auswählen. Postraum, 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 Postraum. Hört ab nochmal, wo war der denn? Den habe ich doch noch vorhin gesehen. Wieso ist das jetzt hier nicht drauf? Freizeitbereich, Küche, Kantine und so weiter. Ich weiß, dass ich den Postraum auf der Karte gesehen habe. Aber jetzt ist das weg.
Officer Fowles, Malia. Ich habe eine wichtige Bitte, aber etwas heikel. Ich muss wissen, dass ich Ihnen bei einer Überwachung vertrauen kann. Ja, natürlich, Sir. Normalerweise kann ich so etwas nur nicht ohne Zustimmung von Chief Eliza, der Personalabteilung und eines anderen Direktors tun. Diese Leute unterstehen mir, Malia. Ja, Sir. Verstanden. Ich möchte, dass Sie Annalise Gallegos im Auge behalten. Wohin sie geht, was sie wann tut, Ihre Besucher. Ich protokolliere alles im Sicherheitscomputer. Gut. Schicken Sie mir am Ende der Woche einen Bericht. Ja, Sir. Die gelbe Tulpe feiert mit unserem kleinen Rahmen der Erfolg von Translar. Strenggedonnert, ne? 20 Uhr Vorführung, Besatzungseinrichtungen, zweite Ebene, Zwischengeschoss. Moment, warte ich nicht weiter. Gut, ich muss mal gucken. Wie sehen Sie aus? Die Form im Glas. Wie ein böser Traum. Gut, ich muss jetzt erstmal hier auch Pause machen. Ich habe mich auch vorher ein bisschen nicht bewegt, einige Zeit.
Gut, dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ja, wir speichern erstmal. Auf Wiedersehen und bye bye.